Und da gab es ein paar Tage vorher schon Probleme, denn ins Verler Stadion dürfen nur 4000 Zuschauer. Und das ist sicherheitsbedingt, denn dort sind keine Zäune vorhanden. Also nur 4000 Zuschauer am Rande, aber auch 100 Polizisten dabei. Uwe Ganser hat sich vor dem Spiel in Verl schon mal umgeguckt. Verl, ein kleines Städtchen in Ostwestfalen, 30 Kilometer südöstlich von Bielefeld gelegen am frühen Morgen. Ruhig und beschaulich. Verl-Stadion an der Poststraße, kurz vor 16 Uhr. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die Arminia aus Bielefeld lockt 4000 Zuschauer in das seit Tagen völlig ausverkaufte Stadion in Verl. Die Tageskassen erst gar nicht geöffnet, Zaungäste, wohin man schaut. Bernhard Dietz, Trainer des SC Verl, mit seiner Strategie. Wir wollen das Spiel gewinnen, wir haben hier Heimrecht. Und von daher spiele ich eigentlich nur immer auf Sieg. Und die Mannschaft will es auch. Und wie gesagt, wir wollen unsere Position halten und sogar noch verbessern. Auf Sieg spielte zu Beginn jedoch die Mannschaft in den hellen Trikots, die Arminia aus Bielefeld. Letztes Wochenende zu Hause 0:3 gegen Münster verloren, sollte heute zumindest ein Punkt mit auf die Alm genommen werden. In der 10. Minute nach diesem Foul von Ingo Menzel an Thomas Schneider die erste gelbe Karte im Spiel. Frank Eidecks Schuss von Orkemper geklärt, die anschließende Ecke nicht erwähnenswert. Immer wieder heftige Regenschauer im Stadion und ungewöhnliche Kopfbedeckungen im weiten Rund. Verl, ein Titelaspirant in dieser Saison, benötigte sage und schreibe 20 Minuten bis zur ersten gefährlichen Aktion. Christian Meyer prüft Oli Wolfgang Kneipp, der übrigens im November seinen 40. Geburtstag feiert. Als wäre das der Startschuss gewesen, Verl, der Meister der Saison 90-91, nun spielbestimmen. Thomas Ostermann, auf und davon. Ja, und da holt er einen Eckball raus. Verl, große Spiele in den ersten Begegnungen gezeigt, mal geschlagen, unentschiedene Münster bei Standardsituationen, immer gefährlich. Die Ecke von Christian Korek und Thomas Ostermann völlig frei in der 22. Minute mit dem 1:0 Führungstreffer. Wer nun glaubte, jetzt geht's los, sah sich getäuscht. 15 Minuten ohne jegliche Torchancen und erst in der 37. Minute Bielefeld im Vorwärtsgang. Leichtes Gerangel am Verler 16er und Schiedsrichter Domorat entscheidet Foulspiel an Theo Schneider. Bodo Sievers von Sölde nach Bielefeld gewechselt. 1:1 in der 38. Minute. Das war gleichzeitig der Pausenstand und der Bielefelder Fanclub mit dem gewünschten Saisonziel. Die große Chance zur Führung in der 55. Minute dann für die Arminia. Nach turbulenten Strafraumszenen rettet Frank Warbende auf der Linie. Sprachlosigkeit bei den Verler Fans. 13 Minuten später dann aber endlich einmal Verl. Eine in sich geschlossene und sehr diszipliniert spielende Mannschaft. Über die rechte Seite Uwe Westermann auf den vor einer Minute eingewechselten Thorsten Mumme. Kaltschnäuzig zirkelt er den Ball an Kneipp vorbei. 2:1. Die Partie wurde hektischer. Unrühmlicher Höhepunkt, die rote Karte für den Verler Ingo Menzel nach diesem Foul an Thomas Schneider. Bielefelds Trainer Ingo Peter, bekannt für seine Art, offensiven Fußball spielen zu lassen, konnte sich in der 80. Minute noch einmal freuen. René Dörfel bedient Theo Schneider. 2:2. An sich wäre dieses Ergebnis im Spielverlauf gerecht geworden. Doch da gab es noch einen, der sich damit nicht abfinden wollte. Stefan Ritz. Viele Experten sagen, der beste Libero in der Oberliga Westfalen. Hier setzt er zweimal nach. Verlädt Wolfgang Kneipp. 3:2. Das war der Endstand in einer mittelmäßigen Begegnung. Verl weiter vorne mit dabei. Für Bielefeld heißt es in den nächsten Begegnungen erst einmal wieder positiv zu punkten. Das